Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Recon Wildlands. Ja, wir machen hier direkt weiter. Wir sind wieder an demselben, in derselben Position gespawnt. Da wollten wir eigentlich nicht hin, wir wollten hier weitermachen. Wir haben dort oben jetzt noch einen Auftrag. Wir wissen von einem umgebauten Fischerboot nahe Puerto Grande, das als Kokainlabor benutzt wird. Finden und zerstören Sie das Labor. Genau, das machen wir. Wir finden und zerstören das Labor. Hier gibt es nur diesen Van. Ja gut, aber die Fahrt werde ich dann auch wieder natürlich überspringen für euch. Los geht's. Damit ihr nicht hier... Du fährst das Ding besser nicht. Okay, dann fahre ich halt nicht. Genau. Damit es nicht so lange für euch dauert. So, da sind wir wieder. Also, wir haben es geschafft und wir schalten hier den ersten aus. So, der ist schon mal still. Oh, was für ein Luxusboot hier. Ich bin jetzt gerade gefühlte 10 Minuten gefahren. Ja, nur gefühlte 10 Minuten. Da schauen wir mal. Setze Drohne ein. Von hier oben. Eins. Zwei. Ich sehe ein zweites Ziel. Drei. Ich habe zwei Sicarios. Das schwimmt der Kokolabor. Gehe auf neue Position. Hab das Ziel. Bin schussbereit. Deck alles hin. Gut, das haben wir. Die Region hier haben wir sauber gemacht. Darum ist auch einer. Kriege ich nicht von da, oder? Scharfschütze. Müssen wir auch so einen Scharfschützen Teil holen. Scharfschützengewehr brauche ich unbedingt. Warte mal, hier ist doch... Habe ich jetzt nicht auch irgendwann mal hier ein Scharfschützengewehr? MP5 wechseln wir mal, warte mal. MP5. Nein, ich habe hier noch keins. Aber vielleicht hat der da hinten eins gehabt. Vielleicht haben wir ja Glück und der hatte eins. Wo liegt denn die Leiche? Da oben oder was? Ja, liegt eins. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich zum Teufel da hoch? Okay. Ich glaube hier so. So, dann einmal hier hoch. Genau, perfekt. Nein. Da. Nein, das ist die falsche. Nehmen die, genau. Wechsel die aus. Genau, perfekt. So. Oh Gott, so kann ich nicht reingehen.
Scheiße. Ruhig, die wissen, wir sind hier. Ja, ich weiß. Erledigt. Also ich sehe ihn nicht jetzt. Hab ihn. Der Wichser. Verstanden, unterwegs. Suche eine bessere Schusslinie. Roger, Ziel erfasst. Ich sehe das Ziel. Oh, er ist tot. Erledigt. Ein Scharfschützengewehr ist ja sehr wichtig. Zivilisten, da ist noch ein Tango. Da kommt einer hoch. Komm her, du Elendiger. Da kommt er. Jetzt noch der eine Lung, ja? Roger, ich gehe in Position. Ah, dein ist auch noch. Ziel erfasst. Ich will besser auf die Position wechseln. Komm. Okay, jetzt. Ziel markiert. Feind am Boden. Und das war's. Hier drüben alles sauber. Alles Paletti. Nähern uns dem Ziel. Erledigen wir die Sache schnell. Wir gehen an Bord, zerstören das Labor und ziehen wieder ab. Boss, wir haben nicht genug Sprengladungen, um das Teil zu versenken. Ideen? Hier ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur das Gas aufdrehen. Gas und ein Schuss. Das Gas kommt aus. Jetzt fehlt nur noch der Funke. Dann rennen wir wie Teufel. Wie tasmanische Teufel. Oder so. So kann man es auch machen. Erledigt. Nichts wie runter von dem Boot, bevor es hochgeht. Ja. Schnell weg hier. Bewegt euch. Das Ding fliegt gleich in die Luft. Genau. Bewegt euch mal ein bisschen. An dem her kann ich den Heli eigentlich starten. Erledigt. Was ist das? Das Kartell unterhält ein Labor für Coca-Paste in einer umgebauten Fischfabrik in Okoro. Schalten Sie das Labor aus. Kein Problem. Wir sind ja jetzt langsam Profis da drin. Okay. Ich dachte, ich kann das hier unsichtbar irgendwie klären. Oh Mann, nö.
Mein Ziel ist weg. Auf den Boden, Hubschrauber! Oh Gott. Haley, runter, runter. Na komm schon. Position. Alles klar, geh in Position. Ich hab das Ziel. Komm schon. Bereit, auf deinen Befehl. Hubschrauber, auf den Boden. Was Hubschrauber, den hole ich mir jetzt. Regt mich gerade ein bisschen auf. So. Den Gleisen liegen ist, glaube ich, keine gute Idee, mein Freund. Wolltest du mich verbluten lassen? Ey, Wichser. Ihr blöden Wichser. Wo ist der andere? Irgendwo hier drin wahrscheinlich. So ein Idiot. Waffenkiste. Oh, alles Paletti. Geil, das kann ich gebrauchen. So, das hier. Komm. Ziel erfasst. Ich sehe das Ziel. Tango ist tot. Nähern uns dem Ziel. Macht euch bereit. Wir müssen alt. So. Leg dich hin. Gut, dann nähern wir uns dem Ziel und machen diese scheiß Maschinen am Arsch. Wir müssen da rein und ihre Mischbottiche und Öfen sprengen. Dann ist der Laden hier ein paar Monate außer Betrieb. Kein Problem. Granate fliegt. So macht man das. So macht man das und nicht anders. Ups, die ist mir ausgerutscht. Es tut mir jetzt aber leid, dass sie mir ausgerutscht ist. Granate fliegt. Zerstört. El Emissario zieht besser den Kopf aus dem Arsch, sonst hat er bald kein Geschäft mehr, das er führen kann. Das ist der Plan. Nomad, hier ist Bagatari. Der Schaden, den ihr in Okoro angerichtet habt, setzt El Emissario ziemlich zu. Er fürchtet El Jajus Reaktion, wenn er herausfindet, wie viel Produktionskapazität sie eingebüßt haben. Klingt gut soweit. Um
das wettzumachen, hat El Emisario befohlen, eine Klinik in Okoro zu übernehmen und ein Kokainlabor daraus zu machen. Die Klinik darf dem Kartell nicht in die Hände fallen. Sie ist zu wichtig für das Volk von Okoro und meine Leute. Ich habe eine kleine Einheit zur Verteidigung abgestellt. Aber ohne Hilfe können sie sich nicht lange halten. Verstanden. Sag deinen Leuten, wir kommen. Ja, und ich würde sagen, mit den bei erfolgreichen Missionen sehen wir uns morgen wieder. Die wird auch nicht ganz dargestellt. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier eine weitere Mission. Eine weitere. Und dann sollen wir eigentlich auch langsam zum Ziel kommen. Genau, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.